seid knapp 90 mittlerweile Mitarbeiter, die werden wohl kaum alle mit nach Köln kommen. Nee, es kommen so 30, 40 Leute mit nach Köln, weil wir da ja eine größere Party machen. Also ja. Wir haben ja 4000 Besucher auf unserer Party morgen Abend und dann haben wir uns jetzt halt mehr Bettzimmer organisiert. Jugendherberge. Hostel. Okay. Um die Kosten einigermaßen im Griff zu halten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HRS unterwegs mit. Diesmal, ja, man könnte meinen, Essen ist auch so, aber es wird nicht so bleiben, denn ich treffe mich jetzt hier mit jemandem, denn es ist Philipp Westermeier, der kommt schon da hinten. Der gute Mann, ihr werdet ihn kennen, Gründer und Founder von den Online-Marketing-Rockstars. Moin, Philipp. Moin. Ja. Du, warum in Hamburg treffen, wenn es auch in Essen geht? Ne? Ja. Wir sitzen hier mit Philipp Westermeier und zwar im Kinderabteil des ICE. Der erste Pro-Trip, den ich von Philipp bekommen habe, einfach ins Kinder- oder Familienabteil gehen. Hier ist immer Ruhe, hier wird keiner gestört, jedenfalls so lange, bis keiner kommt, oder? Ja, also wenn Kinder kommen, muss man natürlich raus, das ist klar. Aber wenn jetzt keine Kinder da sind, dann ist es hier immer ein sehr schönes, geräumiges Abteil, wo man entspannt abhängen kann. Was ist dein bevorzugtes Reisemittel? Also wenn du es dir aussuchen darfst, wie kommst du am entspanntesten und am schnellsten und im Idealfall am umweltschonendsten ans Ziel? Also ich habe leichte Flugangst, deswegen fliege ich tatsächlich nicht so gerne und fahre am liebsten Bahn. Ich bin heute Morgen auch in Essen, wohlgemerkt, von da, wo meine Mutter lebt, zum Bahnhof mit dem Bus gefahren, weil ich das irgendwie so entspannt finde, im Bus drin zu hängen, wie früher, also im Gelenkbus in Essen. Ihr seid knapp 90 mittlerweile Mitarbeiter, die werden wohl kaum alle mit nach Köln kommen. Nee, es kommen so 30, 40 Leute mit nach Köln, weil wir da ja eine größere Party machen. Ja. Wir haben ja 4000 Besucher auf unserer Party morgen Abend und dann haben wir uns jetzt halt mehr Bettzimmer organisiert. Jugendherberge? Hostel. Okay. Um die Kosten einigermaßen im Griff zu halten. Hat sich auch das Reiseverhalten verändert? Stichwort Hotels, Übernachtung und Anreise, Bahn, Bus, Flugzeug? Also in unserem konkreten Fall auf jeden Fall dadurch, dass es so ein großes Event ist. Wir machen jetzt eigene Hotels, die wir komplett für OMR blocken und OMR-Gäste unterbringen. Wir machen Check-in am Flughafen, machen Check-in für das Event am Bahnhof oder Check-in in den Hotels für das Event schon, um halt sozusagen diese Größe irgendwie sinnvoll zu handeln und zu bewerkstelligen, dass da keiner Probleme bekommt und lange in Schlange stehen muss oder sowas. Übernachtung, Reisen ist halt viel normaler geworden. Früher war das so, der Papa muss mal weg auf eine Tagung, ja, genau. Und dann ist der einmal im Jahr irgendwie zwei Tage wohl weg. Und das ist halt jetzt doch häufiger geworden, das ist unproblematischer geworden. Also Philipp, jetzt ist genau das passiert, was du so ein bisschen befürchtet hast, was passieren kann, wenn man ein Familienteil ist und keine Familie dabei hat, muss man auch mal raus. Absolut, und das ist ja vollkommen klar, Kinder haben Prio. Ich habe zumindest kein schlechtes Gewissen, weil wenn es leer ist, dann ist es ja okay. Und ich habe ja selber auch ein paar Kinder, insofern ist es schon okay. Aber im Prinzip hätte es gar nicht besser laufen können, weil es ist die perfekte Brücke zu meiner nächsten Frage. Was machst du, wenn auf einer Reise mal was völlig Ungeplantes passiert? Versuchen, so eine stoischen Trance zu verfallen. Einfach weiterzumachen, als wenn nichts passiert wäre. Und das bestmögliche Nächste zu machen. Sonst ist man irgendwie total gestresst und frustriert. Also einfach so, oh, der Flug ist verspätet, oh, der Flug fällt aus. Okay, dann ganz gelassen versuchen, so stoisch, wirklich. Das habe ich mir so ein bisschen antrainiert. Also ich wollte so ein bisschen darauf anspielen, vor zwei Jahren, glaube ich, habt ihr dieses Bezahlen mit dem Bändchen eingeführt und seid ja in einem kleinen Waterloo am Ende gelandet. Ihr habt sämtliche Getränke und Essen am ersten Tag verschenkt, ja, ne? Das war halt wirklich vor zwei Jahren so ein bisschen ein Problemmoment für uns, als wir sozusagen unser Payment-System nicht funktioniert hat. Konnten halt Leute weder in die Messe rein, noch irgendwas essen oder trinken. Und dann mussten wir reagieren und das einfach dann alles sozusagen sonst zur Verfügung stellen. Und das war am Ende eine gute Idee. Also viele Leute fragen mich noch heute, ob das ein Marketing-Gag war. Es war keiner. Aber es hat zumindest so wie einer funktioniert. So, also ans Ziel kommt so am Ende sowieso irgendwie. Wenn es ein bisschen verspätet ist, dann ist das halt so. Hauptsache, du verpasst nicht die Party. Wenn ihr jetzt eure Aftershow macht, am nächsten Tag ist ja trotzdem noch Business angesagt. Auf jeden Fall. Ist das mit Katerstimmung oder hast du da auch irgendwelche Tricks, wo du sagst, dann schminke ich mir die Augenränder weg oder gehst du rechtzeitig nach Hause? Rechtzeitig nach Hause gehen, also so gut es geht. Ich meine, wenn man so verantwortlich ist für so ein Ding, dann kann man jetzt ja nicht um 11 gehen. Aber ich trinke halt da jetzt gar nicht so viel oder eigentlich meist noch gar nichts. Und wenn ich das Gefühl habe, ist alles hier sicher und warm, gehe nach Hause. Wir sind dort angekommen, wo wir hinwollen. Philipp muss arbeiten. Ich eigentlich auch und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Du bist jetzt gleich zur nächsten Keynote. Kannst du erzählen, worum es da geht und wo du bist?
Ich bin hier bei einer französischen Firma, eine Werbefirma aus Frankreich und europaweit tätig. Und die machen jetzt hier eine Veranstaltung und da haben die mich gefragt, ob ich einen Vortrag machen kann. Und das mache ich gleich. Und über was wirst du da sprechen? Ich mache so ein bisschen ein Update über Marketing im Internet 2019. Wie ist denn das, wenn du deine Riesen-Keynote bei OMR hältst? Übst du die vorher? Und wenn ja, wo übst du die vorher? Da muss es doch irgendeinen speziellen Raum geben, oder? Weißt du, worauf du anspielst? Ich hätte das mal bei Instagram gepostet. Wir sind ja mit der Firma auch über Umwege dazu gekommen, eine Turnhalle zu pachten genau. in Hamburg. Philipp Westermeier hat eine Turnhalle gepachtet. Die Firma pachtet eine kleine Mehrzweckhalle, um sie am Ende einfach weiter zu vermieten an andere oder auch Fußball zu spielen und so. Und da habe ich ja manchmal dann auch die Chance, dass man da ein bisschen rumläuft und da projiziert und da so ein bisschen sich an die Charts gewöhnt. Ja. Ich würde sagen, du gehst jetzt zu deiner Keynote. Ich begleite dich, spiele Mäuschen und vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was lernen, wie man sowas richtig macht. Auf jeden Fall. Los geht's. Du hast lange Business getrieben, ne? Ja, ich war gestern auf einer Abendveranstaltung hier. Es ist immer bei großen Messen sehr viele Side-Events und da war ich gestern quasi beschäftigt bis in die Nacht. Und zwar nicht jetzt irgendwie mit Alkohol, sondern mit Menschen. Das Rockstar in OMR kommt schon so ein bisschen raus, wenn man von jedem erkannt wird? Also ich spüre das nicht so. Das ist ja bei mir so komplett Jahr für Jahr hat sich entwickelt. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in der Branche, ich habe gar keinen Vergleich, wie andere, die seit 10 Jahren in der Branche arbeiten, auch erkannt werden. Aber war dir oder euch von OMR klar, es wird irgendwann einen Punkt geben, wo ihr ein Gesicht für eure Marke etablieren müsst? Klar gewesen, dass Medienmarken generell über Gesichter sehr gut funktionieren. Also sagen wir jetzt mal, wenn man ganz hoch greift, Augstein und der Spiegel, Nannen und der Stern. In den USA gab es irgendwie TechCrunch, das Blog mit Michael Arrington. Also man muss einen Mittelweg finden. Auf der einen Seite diese Möglichkeiten nutzen und diese Potenziale, die das Gesicht oder die Person einer Medienmarke, insbesondere einer Medienmarke, bietet. Aber gleichzeitig nicht das Gefühl haben, die ganze Firma, also jetzt fast 100 Leute, hängt alles an mir. Das wäre auch falsch. Also es muss dann auch irgendwo noch diversifiziert sein. Ich bin, glaube ich, schon ein sehr neugieriger Mensch, aber ich habe noch niemanden erlebt, der so neugierig ist wie du, der alles erfragt, alles hinterfragt und teilweise ja auch mit einer positiven Distanzlosigkeit. Hilft das dir und OMR weiter? Ach, das ist einfach jetzt mein persönliches Ding. Ich bin einfach so immer gewesen, dass mich das interessiert hat und dass ich Sachen wissen will und das mache ich jetzt einfach so weiter und habe natürlich jetzt irgendwie durch Zufall eine Plattform, auf der man das auch gut machen kann und wo das irgendwie scheinbar gut funktioniert und ankommt. So, also gefühlt ist es sowieso unheimlich schwer, dich greifen zu können. Nicht, weil du glatt bist, sondern weil du einfach hammerhart ausgebucht bist. Also so schlimm ist es auch, empfinde ich es nicht. Also klar, man hat einfach viele Termine, wenn man eine Firma hat und eine Familie und so. Es ist nervig, ist es eigentlich nicht. Es ist manchmal ein bisschen schade, und dass man nicht alles machen kann. Und eher geht es mir so in die Frage, wie kann ich das jetzt diese schöne Zeit trotzdem festhalten? Wir gehen jetzt auf die DM Expo, werden Philipp hier und da sicherlich noch mal treffen. Und euch nehmen wir dahin jetzt mit. So, jede Menge Einblicke, wirklich interessant und vor allem informativ, die Philipp die letzten Tage hier geliefert hat. Ich würde sagen, diese Messe hier ist jetzt gelesen. Die Messe gucken wir uns jetzt an und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao.